Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Heute gucken wir uns die Beer Factory an. Ich durfte den Playtest machen. Ja, ich mich halt auf Steam drauf beworben. Ich bin gespannt. Es ist wie immer sehr spannend wahrscheinlich. Ich bin gespannt. Wir haben ja schon mal den anderen Bierbrausimulator gespielt. Jetzt bin ich mal gespannt. Im Normalmodus kannst du das Spielerlebnis so spielen, wie es konzipiert wurde. Ach komm, normal. Das ist wohl unsere Fabrik, würde ich mal sagen. Für alle, die es interessiert, ich spiele mit Maus und Tastatur. Das Spiel kann man, wenn ich richtig dran bin, auch mit Controller spielen. With the budget we had, we were able to buy this old factory. Before we start working on it seriously, we will have to put the electricity back on, clean the factory and do some renovations. The previous owner left a machine in the condemned part of the factory. Maybe we could restore it. Okay. Okay, öffne die Fabrikschranke. Bin mal gespannt. Ich werde wahrscheinlich sehr viele... da es ja Playway ist, werde ich... Das ist, glaube ich, Playway. Ja. Werde ich sehr viele... Kaffee, das ist immer gut. Werde ich wahrscheinlich sehr viele Vergleiche ziehen zum Kaffee-Owner-Simulator. Der hat mir richtig Laune gemacht. Wisst ihr ja, den haben wir auch eine Weile gespielt. Den haben wir im Stream auch mal gespielt. Wirf einen Blick auf den Sicherungskasten. Achso, ja, und ich zwirbel mir erstmal einen Kaffee rein, ja. Man kennt das. Achso. Also man hat nur die Third-Person-Ansicht. Ihr könnt gar nicht in die First-Person. Ich muss sagen, grafisch ist... Kann man sich jetzt nicht beschweren. Ich finde es schon mal schön, dass wir viel machen können. Finde und schnapp dir die Sicherung. Ich mag das, wenn du so viel machen kannst. Also sehr tief in die Materie eindringen darfst, was das Ganze angeht. Und, hey, ich bin der wahre Besitzer. Willst du mir jetzt nicht sagen, dass ich mich mit dem Typ kloppen muss, aber was? Verjage den Penner, indem du Gegenstände gegen ihn wirfst. Aha, okay. Es ist sehr freundlich. Okay. Und das geht wie? Was soll ich denn nach ihm werfen? Oh. Greifen. F. Ah, okay. Funktioniert es vielleicht nicht so gut, wie ich es gern hätte, aber... Also ich muss sagen, da hätten wir es auch im Voraus hinschreiben können. Was wir jetzt nach ihm werfen sollen. Nicht einfach wirf Gegenstände nach und dann machst du irgendwas und dann... Geht's halt nicht. Geht doch. Mein Gott. Das ganze 2 Minuten gekostet. Wir öffnen das Gatter. So. Wieso bist du noch da, Alter? Francis, geh. Nimm den Müll und stell ihn in die Tonne. Mit was? Welcher Müll? Der Müll. Okay. Eine Mütze. Kaufe einen Besen im Werkzeugladen. Ist okay. Vielleicht sieht's aus. Okay. Besen, Werkzeugtasche, Gabelstapler. Ich finde es schon witzig, dass die Kategorie einfach gibt: Pimp My Forklift.
Okay, also. Das Hammer. Nimm deinen Besen. Er ist in der Fabrik. Ist okay. Hier. Komm her, mein Swiffer. Aha. F, Besenausrüstung. F, Besenausrüstung. Ich liebe es, wenn es funktioniert. Also ja, man kann es mit Controller spielen. Ich will doch... Okay. Ja, es hat halt seine Problemchen noch ein bisschen. Ist ja auch okay. Deswegen ist ja auch nur Prolog und der Playtest dazu. Kauf ein Werkzeug. Okay. So. Hey. Ja, überspringen. Ist okay. Rüste dich mit deiner neuen Werkzeugkiste aus. Hoffentlich klappt das besser. Ja, geht doch. Öffne das Baumenü. Tab. Was braucht man denn? Kauf ein Lager. Lagerung. Kauf. Okay. Kann ich das irgendwie... Okay, das ist einfach nur drehen. Ich hätte es halt lieber gern hier. Oder geht das nicht? Stellen wir das mitten in den Raum? Okay. Anscheinend schon. Ah, okay. Jetzt können wir es bewegen. Jetzt ist okay. Dann hätte ich das nämlich gern hier. So. Okay. Benutze deinen Werkzeugkasten. Und schraube alle Schrauben fest. Okay. Gedrückt halt. Okay. Die war noch nicht ganz fest. Finde die erste Stütze für dein Lager. Ach. Nicht euer Ernst. Okay, wir kaufen Lager und, Okay, ja, dann geht's ja. Das ist doch der Boden. Ah, ich finde es immer witzig, wenn du die Sachen richtig mal, also du selber zusammenbasteln kannst. Ah, da ist der Rest, okay. Gutes Brett vorm Kopf. So, erhöhe den Ruf der Fabrik auf Level 2. Was ist das überhaupt? Okay, herzlichen Glückwunsch. Schon wieder. Wie machen wir das? Indem wir Zeug... okay, einfach Müll aufräumen und so getötet. Ist okay. Das bleibt hier liegen, ist okay. Damit kann ich um. Okay. Bam. Okay. Okay, ist das witzig. Können wir mehrere Sachen? Nein, können wir nicht. Okay. Ach, es gibt auch noch Rekorde dafür. Ja, okay, ist witzig. Also ich muss sagen, ich finde es bis jetzt nicht so schlecht. Kann bestimmt Laune machen. Es ist halt ein typischer Simulator. Also. Okay. Good news. I found some subsidies for your factory. You will receive a transfer. Yay, wir kriegen Geld. You should be able to destroy the separation of the factory. And renovate the machine in the back of the factory. Oh, that's cool. Neue... You need more money. There are some investors interested. Okay. You can go to the computer to see about it and also see the conditions. Okay. Dann kauf eine neue Erweiterung für die Fabrik. Das finde ich, okay, das läuft wieder so mit ab, dass du dir so Erweiterung kaufst. Bauunternehmen, Maschinenraum kaufen. Ah, Getreidemühle, verbessertes Lager. Okay. Lieferung. Oder Gott, gibt es da noch viele Sachen. Okay, cool. Schalte die Getreidemühle frei.
Okay, Hammer. Neue Rubrik im Hilfemenü verfügbar. Okay. Vertrag über den Computer annehmen. Bier Disturbed to LC. Veredelt 22 Säcke mit rohem Malzkorn. Okay, das heißt, du kannst auch. Bestelle eine Palette mit Rohmalzsäcken. Achte darauf, dass die Menge bestellst, die du brauchst, um den Vertrag zu erfüllen. Okay. Rohmalz 22 Mal. Einkauf. Order. Industriemarkt. Okay. Fahre den Palettenheber. Nennt sich auch Hubwagen. Öffne die hintere Klappe des LKWs und lade ihn ab. Okay. Frag mich gerade, ist das unser Auto? Also ich finde es auf jeden Fall schon mal witzig, dass du Gabelstapler ver... Gabelstapler, sei es auch schon falsch. Nein, ich würde gern... raus. Alter, muss einem ja auch mal irgendjemand vielleicht mal sagen, dass du C drücken musst. Ah ja. Da steht. Ich bin ja immer ein Freund davon, wenn so Anzeigen auch da bleiben. So. Ah, okay, dann passiert das von selber. Ist okay. Bisschen knapp bemessen das Ganze, aber sonst geht's. Ah, okay, das ist die Erweiterung. Ist cool. Bisschen wackelig das Ganze, aber sonst geht's. Oh, immer alles abstellen. Wahrscheinlich R zum Verriegeln. Ah, okay, damit der ganze Flutz nicht runterfällt. So, dann schalten wir mal an die gute Stube. Einschalten. Das Ding wird so kacke laut sein. Nimm den Rohstoffsack von den Paletten. Wirf den Sack auf das Förderband. Auf welches? Ich würde mal behaupten, hier, oder? Reinige den Schmutz unter der Getreidemühle. Reinig. Okay. Läutere ein paar Säcke Malz. Ein paar Tipps findest du in der Rubrik Getreidemühle. Okay. So, Säcke habe ich jetzt alle verladen, würde ich doch mal sagen. Korn verfeinern. Kaufe einen Gabelstapler. Ach, das läuft jetzt nicht von selber weiter. Ach ho. Schade. Der ist ja immer noch da. Kann ich den irgendwie wegschicken? Okay, der wohnt jetzt hier. Nice. Okay. Okay, muss einem ja auch einer sagen. Okay, wir kaufen einen Gabelstapler für 500. Das ist günstig. Okay, wir haben den Gabelstapler freigeschaltet. Schönes Ding. Cutscene überspringen. Finde die erste Gabel. Ah, ja. Oh, Gott sei Dank, der LKW ist weg. Ach so, die andere liegt da drüben. Ja, okay. Wir kaufen uns einen Gabelstapler und das ist ein Bausatz?
Okay. Das ist gleich ein Geschäftsmodell, wo ich noch nicht kenne. Bring your own forklift. Oder so. Okay, was noch? Fahre den Gabelstapler. Yay! Exportiere deine erste Produktion. Lege dazu die Palette mit den veredelten Rohstoffen mit dem Gabelstapel im Kofferraum des Pickups. In den Kofferraum des Pickups. Ist okay. Oh, aber die Ansicht da. Oh ja. So. Okay. Erstmal. Na? Safety first. Also, wir müssen eh erstmal alles schroten. Kann ich die Palette jetzt so. Ach, geil. So, dann machen wir das nicht. So. Und dann müssen wir erstmal hier alles durchschroten. Okay. Ah, das finde ich super. Also erstmal alles durchgeschrotet. Ich habe das für euch mal hier abgekürzt. Ihr wolltet mir jetzt nicht unbedingt zugucken, wie ich jetzt hier knapp 2 Minuten lang nur das Zeug schrote, vermute ich mal. Ja, ich weiß, gehört dazu, aber... Das war auch so viel. Es müssen ja 22 Säcke sein. So. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte reinigen. Noch mehr Müllsäcke. Wir haben 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3. Habe ich mich verzählt? 1, 2, 3, 4, oh. 4, 8, 12, 16, Entschuldigung. 17, 18, 19, 20, 21, okay. Dann! Los geht's! Startet die Motoren! Aha, 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 aha. Jo, 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 jo. Ja, jo. Herrlich, funktioniert super. Sehr schön. Wir verriegeln einfach. So, lass mich raten. Wir müssen die vorher noch aufmachen, oder? Nee, okay. Okay. Dann verladen wir jetzt mal in den Kofferraum. Okay. So sehen wir übrigens aus. Oh Gott. Steig aus. Schließe den Auftrag ab. Lieferung. Nee, Vertrag. Bestätigen. 31 Rufpunkte und 600 irgendwas. $619. Finde eine Gasflasche. Ich wäre froh, wir könnten rennen. Tanke den Gabelstapel. Ah, okay. Kaufe einen Palettenplatz. Gehe zu dem Werkzeugkasten. Öffne das Baumenü. Okay. Ob man später... Mitarbeiter haben kann. Platz für Paletten. Ah, cool. Okay. Apfelmaschine, Hefelagerung. Nicht schlecht. Wo? Egal. Oder? Wechsle in den Verwaltungsmodus. Standard-Taste Tab und verbinde einen Arbeitsplatz. Orangener Anker mit einem Palettenplatz. Damit legst du fest, wo die Mitarbeiter... Ah, ja. Okay. Dekorativ.
Achso, den weg. Tab. Neue Verbindung. Okay. Wechseln Verwaltungsmodus, Stand Arbeitsbetreiber. Orangener Anker mit einem Palettenplatz mit so fest für die Mitarbeiter. Hier. Upsi. Warum ist dafür der... Ach Gott, im Himmel. Okay. Wow. Okay. Habe ich geschafft. Ihr musstet mir bitte, ihr musstet euch das Leid nicht angucken. Ich muss das erst gerade rausfinden, was die... Wie genau. So, wir gucken nach einem neuen Mitarbeiter. Mitarbeiter. Derek Johansson. Einstellen. Feuern. Okay. So, interagiere mit deinem Mitarbeiter, wusste ja. Ja, moin, Derek. Arbeitsplatz zuweisen. Okay, bringe deinen Mitarbeiter auf ein höheres Level. Okay. Weise deinem Mitarbeiter den Einfüllstutzen der Getreidemühle zu. Okay, Arbeitsplatz zuweisen. Kommen Sie mit, junger Mann. Der Einfüllstutzen der Getreidemühle, ja? Ne? Ist hier. Exportiere 50 geschrotete Malzsäcke. Uff. Okay. Oh, mir graut's jetzt schon. Warte. Exportiere 50 geschrotete Malzsäcke. Okay. Geschrotetes Malz. Können wir eh nicht... Okay. Okay, du kannst... Nee, nicht 100. Ach, Mist. Oh, jetzt kommt der mit seinem LKW gleich wieder... Okay. Welch lieblicher Klang. Oh, mach erstmal auf den Dinger. Danke. Ganz schön flott das Ding. Geht doch. Ach, das kommt jetzt mit zwei Paletten, okay. Okay, das heißt, ich muss das jetzt hier abstellen, weil nämlich dann Karl-Heinz bzw. unser Herr Johansson. Ach, cool. Wisst ihr, wie verwirrt ich bin, weil ich halt einfach mal knallhart die Sachen mit Dings hole? Immer Leertaste drück wegen LS, wegen Wendeschaltung. Da rankommen? So. Wir haben die 50 Malz fertig. Hat jetzt etwas gedauert, muss ich schon zugeben. Also gute 10 Minuten. Ist das jetzt Vorschau? Ist der Prolog jetzt rum? Oder was ist das? Also kannst du schon ein ganz schönes Ding bauen. Es macht irgendwo schon Laune, muss ich sagen. Okay, es war der Playtest. Okay. Wir werden uns herzlich bedanken, dass ihr dann... Sehr schön. Ja.
Was kann ich abschließend dazu sagen? Es war cool. Wie lange habe ich da dran jetzt gespielt? Stunde. So irgendwas. Also, bevor ihr euch es kauft, weil es ist jetzt draußen, kostet glaube ich gerade irgendwas zwischen 15 bis 20 Euro. Spielt den Prolog. Es ist cool. Macht Spaß. Es ist was du nicht die ganze Zeit spielen kannst. Das ist klar. Manche können sich da bestimmt mega mit beschäftigen. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn es euch weitergeholfen hat, natürlich auch. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und euer Wiki sagt tschüss.